Ihr habt es mitbekommen, alle Vorankündigungen überall. Wir versuchen, von Hamburg nach Kopenhagen zu fahren, 350 Kilometer, mit den unglaublich hässlichen Therapierädern. Das ist Leute, die eine Gleichgewichtsstörung haben und trotzdem Fahrrad fahren wollen. Trotzdem kauft diese Dinger niemand. Ich habe die auch nirgendwo gesehen. Ein fettes Hinterreifen, zwei kleinere Vorderreifen. Wir sind damit gefahren. In den Kurven ist es ganz komisch. Ein Reifen hebt ab und du fällst fast hin. Also wir haben viel größere Schwierigkeiten, mit den Dingern zu fahren, als mit Fahrrädern. Ich habe das Gefühl, die bewirken das Gegenteil. Wir müssen heute direkt am ersten Tag 80 Kilometer schaffen. Wir werden keine Fotos machen. Wir wollen denen keine Fläche bieten und die sind auch nicht erwünscht. Ich weiß, das wollen viele machen. Problem ist aber, es machen dann zu viele und dann funktioniert das Ganze nicht. Alter, der Wenderadius. 5 Meter Wenderadius. Das sind die Dinger. Ultra hässlich. Ich kann mal zeigen. Ich präsentiere mal ganz kurz so ein bisschen so, wie das Ding fährt. Ja, das passiert. Ja, das seht ihr das? Und das halten wahrscheinlich die Leute, Achtung, auch nicht aus. 100, wie wiegst du, 110? Ja, 100. 110 auf der Seitenachse in der Kurve. Guck mal hier, wenn man so fährt, zack, und das Fahrrad fällt. Enge Kurven geht, du kannst nicht wie ein normales Fahrrad so dich in die Kurve legen. Also ich versteh nicht, warum das Leute fahren, die Gleichgewichtsschwierigkeiten haben. Wessen Rad Schrott ist, die Person ist raus. Also da geht's nach Hause. Ich präsentiere nochmal, ich fahre langsam, alles entspannt, ich fahre eine Kurve, zack, und das Fahrrad hebt ab und man fällt hin. Ja. Rumatra, ja. Magst du mal kurz reinkommen? Komme. Rumatra hat Noah ausgelacht, dass Noah sowieso immer witzig aussieht, auch ohne das Fahrrad. Wo ist die Kamera? Da ist die Kamera. Bro, was? Wie kannst du die nicht sehen? Du dachtest, wo ist die? Moin Leute, moin Chat, wie geht's euch? Moin. Meinst du, dich kann noch was schocken? Nee. Nicht zusammenstehen? Geil. Fahrradtour, Tag 1. Oh Mann! Nochmal. Schneiden wir. Fahrradtour, Tag 1. Nochmal, das schneiden wir. Okay, ey, das muss. Ich nehme das mal. Mach das, du schaffst das. Fahrradtour Tag 1. Ja, das klappt nicht mehr. Das ist kaputt. Mach weiter. Jetzt geht's richtig schön. Mach höher, du musst höher werfen. Da oben muss es hin. Fahrradtour Tag 1. Lass mich in Ruhe. Let's go! Fahrradtour Hamburg-Kopenhagen startet jetzt! Fahr. Ich hab meinen Sattel nicht eng genug gemacht, der rutscht links und rechts. Wie? Nee, ne? Wie schnell hast du den Griff bereit? Der ist nicht hier, Niki. Den hat Ronny, glaube ich. Scheiße, Leute, wir haben 70 Meter geschafft. Ey, wir werden so nicht mal in 2 Jahren ankommen. Aber ist das nicht... Ich wusste es. Wenn wir einmal fahren, fahren wir. Ich wusste es. Nee. Alter, hier war ich noch nie. Was ist das hier für ein Park? Vorsicht! Achtung! Geiles Bike! Wir wurden beleidigt als K.O. Das Fahrrad ist zu breit. Die hat mich fast angefahren. Mann, Vorsicht! Was seid ihr für eine Chaotentruppe? aber es ist so, wie die Hamburger beleidigen. Ne? So Leute, hier kommt die Tempostrecke. Rumatra! Ich lenke, ohne Lenken. Ey, Town, what's up? Macht mal ein bisschen Lärm. Gar nichts, nix. Nix, Leute. Das alles, was ihr drauf habt. Ich nehme die Currywurst, bitte. Ja. Mit Pommes. Ach, wie redest du so? Naja, das ist meine höfliche Art. Mit euch kann ich ja hier, weißt du, habe ich ja nichts zu verlieren. Okay, dann wieder höflich, wieder ballig. So, ihr habt ja noch kein Bild von mir. Mund, die weiß so noch nicht, was für ein Spacki ich bin, weißt du? Mhm. Currywurst, Pommes, bitte. Mit Ketchup und Mayo. Als hätte sie sich dazwischen nicht gehört. Dazu nehme ich die Chicken Stripes. Guck dir mal den Mund an, der Mund. Chicken Stripes. Und Beef Style. Die Beef Slides. Chili Beef. Chili Beef. Ich muss einmal nachmachen, du redest die ganze Zeit normal mit uns, auf einmal redest du mit ihr. Und deine Lippen so, oh, ja. Ist eure Currywurst zu empfehlen? Ja, Leute. Auf das Leben. Du hast dir wirklich Bier bestellt. Ja, aber ein alkoholfreies. Oh, natürlich. Auf Prost aufs Leben. Prost. Prost, Leute, hier einmal. Hast du dir da ein Bier? Auf Flo. Alkoholfreies, hallo. Auf Flo. Das ist alkoholfrei. Auf Flo. Auf Flo. Auf Flo. Flo the Machine. Bier, ich dachte mir Bier, ist ja eigentlich voll gesund. Es hat Kohlenhydrate, das hat Vitamine, das hat Mineralien, aber es hat Alkohol. Das ist voll das Problem. Was ist mit alkoholfreiem Bier? Das ist ja eigentlich Bier, aber halt ohne Alkohol. Das macht quasi all die guten Sachen von Bier ohne das Schlechte. Und dann habe ich ein bisschen nach
nachgefahren, es ist wirklich eins, zwei, das Gleiche. Es das weiß man doch. Also das bewerben die doch in jeder Werbung. Alkoholfreies, isotonisches Bier, machen doch überall Werbung. Dass das gut für Sportler ist. Oder auch Radfahrer, dass so Radfahrer, dass, ja, die machen voll. So die Klitschko-Brüder und sowas. Oh, hier jetzt isotonisches, alkoholfreies Radler. Okay. Wie doll dachtest du, dass das ein neuer Gedankengang war? Ich dachte, ich bin da was auf der Spur. Also jeder macht damit so krass Werbung. Ey, du machst Sport oder trinkst du alkoholfreies Bier? Man ahnt es nicht, aber ich würde sagen, dass Noah der Womanizer unter uns ist. Das ist nicht mal als Scherz gemeint. Das ist wirklich nicht als Scherz gemeint. Ich enthalte mich. Guck! Also, er würde sich jetzt ja niemals enthalten, wenn es nicht stimmen würde. Du bist der Womanizer. Hat Noah jetzt diese Story schon einmal geleakt? Mit der Portugiesin, Brasilianerin und dem Vater. Nee, ich frage nur, weil sonst... Wäre das für dich einmal in Ordnung? Soll ich das wirklich raus? Mach's einfach einmal. Weil sonst sind wir raus. Ist das deine Lieblingsstory von Noah? Oh, also sowas habe ich noch nie erlebt. Sowas hat Marc. Muss man da wirklich dazu sagen, sowas hat Marc noch nie erlebt. Ja, ich habe, guck mal, das ist nur angerissen, jetzt können wir die... Du kannst jetzt... Ja, ist okay, wir können das Thema öffnen. Wir können es öffnen und volles Programm rein. Dann hol uns eigentlich... Ich weiß tatsächlich noch, ich kenne die Story noch nicht, ne? Ich kenne ihn auch nicht. Wow, du standst doch da. Nein, er war okay. Nicht da. Hol uns einmal alle ab, auch den Chat. Ich kenne sie nicht. Erzähl mal die Story bitte. Ich war mit meinen Freunden noch mal privat mitten im Sommer auf Malle. Marc hatte zufällig da einen Auftritt, was auch sonst. Und dann haben wir uns irgendwie getroffen, irgendwie am Megapark. Und dann haben wir uns 1,5 Meter Bratwurst geholt. Und dann so beginnt jede gute Story. Und dann sind wir mit dem 1,5 Meter Bratwurst halt an der Promenade entlang spazieren. Und haben so geguckt, was da so im Meer los ist und am Strand. Ne? Und dann, ich weiß auch nicht mehr, ich hatte einen guten Pegel und mich haben die Triebe in alle Richtungen gebracht und dann dachte ich mir, yo, ich sehe da halt so eine wahnsinnige, also man muss sagen, ich stehe so ein bisschen auf Brasilien, Latino und so in die Richtung und dann hat es mich halt in die Richtung, wichtige Information. Ja, da hat es mich in die Richtung gelenkt und da ist mir was ins Auge gefallen. Okay, am Strand. Ja, und dann war das tatsächlich so, dass Marc und Steve sich das vom Weiten angeschaut haben. Ich dachte mir, ja komm, da sitzt jetzt der Vater und die Mutter. Was? Ja. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt direkt zur Tochter gehe, wäre es halt schon asozial. Dann setze ich mich lieber zum Vater. Nein. Was? Und frag ihn ganz lieb. Da war eine Familie. Mutter, Vater und Tochter. Und du fandest die Tochter sehr heiß, weil sie brasilianisch war? Ja. Und dann hast du dich zum Vater gesetzt? Ja. Er hat die Tacos mit dem Vater zusammengesetzt. Genau, ich habe mich ein bisschen... Ich wollte mich sympathisch... du hast sie gesehen, du hast dich einfach dazu gesetzt. Ja, ich habe mich auf die Picknickdecke vom Vater gesetzt, gesagt, oh, this looks very nice, can I have something, Tacos? Und dann haben, nichts. Ja, mit meinem nichts. Gebrochenen Englisch auf zwei... Du hast einfach den Vater angebaggert. Nein, ich wollte halt sympathieren, wir können damit das Go gibt für die Tochter. So schnell? Ja, und dann dachte ich mir, esse ich ein bisschen Tapas, gibt Komplimente, wahnsinnig lecker. Und dann ging's los. Es wurde Fangen gespielt. Und was? Dann, was? Nee, du musst erstmal den Übergang klären. Fangen? Ja, also, guck mal, ich war am Tapas essen und die Tochter hat mit ihrer anderen Tochter, also... Da waren zwei Töchter. Genau, es waren zwei Geschwister. Die eine war aber ganz, ganz jung und die andere war halt so in meinem Alter, ne? Ja. Haben die zusammen Fangen gespielt und dann dachte ich mir, ja komm, spiele ich mal mit. Fängt die mich so? Und dann habe ich so vor ihren Eltern ein bisschen ins Meer getrieben. Und dann... Was heißt so, irgendwie so ein bisschen geschubst? Ja, mehr oder weniger. Oder im Kampf, so im Catch, ja, im Rangeln. Es ging halt Richtung Meer. Und dann habt ihr gerangelt? Ja. Ihr habt instant gerangelt? Nein. Ganz kurz, dann muss ja so früh, muss dann ja von der Brasilianerin auch schon was in deine Richtung gekommen sein. Nee, es war tatsächlich ganz normales Fangen. Wir sind einfach normal rum. Ganz normales Fangen? Bro, ich hab das letzte Mal Fangen mit 10 schon. Ganz normales Fangen? Ja, dann hast du sie ins Meer getrieben. Dann habe ich sie ins Meer geschubst. Und dann bin ich aus Versehen auf sie gefallen und dann ging es halt schon direkt los. Im Meer auf sie gefallen? Ja, vor den Eltern. Wie, und dann ging es direkt los? Ja, dann habe ich sie so am Bein ins Meer gezogen. Alter Aquaman. Aber ganz kurz, also... Es ist wirklich genau so. Wir lachen jetzt gerade drüber, aber das wollte sie das? Ist das alles einvernehmlich gewesen? Ja, natürlich. Nein, sie hat gelacht und alles, natürlich. Ihr habt euch geküsst? Ja,
direkt. Schnell. Warum? Nein, guck mal, ich bin Fangen. Das hört sich so verkehrt an, wenn man sich das so macht. Ja, ihr habt Fangen gespielt. Die hat geschrien, Hilfe, Hilfe, und die rennt weg. Und dann ziehst du sie jetzt mehr. Also Noah, das klingt irgendwie... Nein, das war wirklich alles auch von ihrer Seite okay. Aber ja, stimmt, es hört sich verkehrt an. Es war um 3 Uhr nachts. Es war um 3 Uhr nachts? Mann, okay, sitzt der Vater mit der Mutter. Warum chillt eine Familie um 3 Uhr nachts? Auch. Vor allem, die kamen wirklich aus Brasilien und sind nur für 2 Wochen auf Mallorca gewesen, am Ballermann, wie random. Dann bin ich auf sie gefallen und sie hat mich direkt so umarmt irgendwie. Und dann haben wir zusammen uns geküsst und dann ging vielleicht noch ein bisschen weiter ins Meer. Und? Da möchte ich nicht mehr drauf eingehen. Ob diese Geschichte war oder nicht? Ja. Nein, ist wirklich so passiert. Es ging noch weiter ins Meer und da möchtest du nicht weiter drauf eingehen. Hast du die im Meer gefickt vor ihren Eltern? Das ist jetzt ein bisschen... Egal, weißt du... Nee, also, wenn ihr das so beide toll fandet und die Eltern auch... Du hast schon so weit erzählt, jetzt kannst du die Story auch rund machen. Jetzt kannst du die Story auch rund machen. So gewesen, es wurde nicht gefickt, sondern es wurde... Ja, sie ist dann mal in den Tauchgang gegangen, sodass die Eltern das nicht sehen. Was sagt der Nur Chat, damit die Eltern das nicht sehen. Leute, es stimmt. Leute, es stimmt. Noah sitzt knüppeldicht beim Tapas-Essen beim Vater. Das ist schlimm. Brasilianerin und frisst Tortillas von denen. Trink. Das kann doch nicht sein. Was ist das für eine Story, Marc? Bestimmt, guck mal, Beweisvideos. Ja, ich weiß. Und der frisst da denen einfach alles weg. Ja, Ronny schreibt Kette raus. Ronny schreibt Kette raus. Echt jetzt? Kette raus! Wie ist das bei ihm passiert? Egal. Okay. Die Kette ist draußen. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht, Ronny? Hast du wieder Pommes gegessen heimlich? Das ist jetzt drauf. Ja, weiter. Zurück. Weiter. Ja! Nein! Nix machen kurz. Ganz ruhig. Einer redet. Das ist eine richtig spannende Situation gerade. Oh. Ja. Ja, das entscheidet jetzt die Weiterfahrt oder nicht. Ob ja, wir fahren so oder so weiter. Ich frage nur, ob... Du kennst die Regel, Ronny. Ronny, du kennst die Regel, ne? Ja. Wessen Rad Schrott ist, die Person ist raus. Diesen Schlüssel bitte. Was da? Haben wir den Schlüssel einmal? Warte mal. Wenn du es jetzt so machst... Ja! Wir haben Werkzeug dabei. Ihr Werkzeug dabei, sauber! Alter! Wow! Da kommen einfach 2 Leute mit Werkzeug an. Das ist der Beste. Ja, da kann man auch mal ruhig mal klatschen hier. Die sind zu groß. Die sind zu groß, doch nicht klatschen. Nee, klatschen. Alles zurückgenommen. Wir brauchen Zehner. Jetzt, ja! Ja! Alter! Oh, mir ist schwindelig geworden vom Schreien. Ja! Was? Ich bin wieder dabei, Leute! Ey, so der gut. Chat denkt sich, die hätten das in 10 Sekunden geschafft. Wir stehen so mit 9 Leuten. Geil, trotzdem geil. Vielen, vielen Dank. Eine Runde fahren, eine Runde Halfpipe. Eine Runde für die Show. Yo, wir kommen zurück im Skatepark. Keiner macht sein Fahrrad kaputt. Scheiße! Benutzt du Haarpflegeprodukte? Nee. Und du bist auch noch jung, ne? Aber ich würde gerne Kokoswachs benutzen. Ich habe da mit meinem Cousin und meiner Cousine geredet. Und die haben die gleichen Haare wie ich. Und meinten, ich habe so ein bisschen Probleme, meine Haare sind sehr dünn. Ja. Wenn die ein bisschen länger werden, dann werden die so runtergezogen, dann sind die Locken nicht so geil. Okay. Du hast voll das wunde Thema angesprochen. Und Kokoswachs kann dagegen helfen. Okay, geil. Ah ja, okay. Geil. Machst du Kokoswachs rein bei deiner Hochzeit? Ja. Ja, oder? Ja. Lass doch mal alle eine Hand in die Mitte. Ja. Die letzten 18 Kilometer. Was sagen wir? Lübeck. Ich sag okay. Lü, ihr sagt Beck. Lübeck! 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 Hey! Komm mal! Lübeck! Ja! Ja! So Leute, Kamera ist hier. Ihr habt es schon mitbekommen. Die ganze Tour ist verdammt teuer. Wir haben einen Partner dabei, mega geil. Captain Sun hat mitgesponsert, ultra geil. Die haben richtig geile Rucksäcke. Ihr habt schon gesehen, die ganze Fußballmannschaft ist ausgestattet mit diesen geilen schwarzen Taschen. Wir haben jetzt eine neue Reihe, Band von Yoho. Wir haben hier alle den Yoho dabei. Überall wasserfest, nur geilste Materialien. Also richtig ein sehr, sehr geiler, hochwertiger Rucksack. Habt ihr auch bei den 7 vs. Wild Vorbereitungsstream gesehen. Jeder von uns könnte sich einen aussuchen. Entweder in Forest Green oder in Sandstein, Sandstone. Mega geil, ist glaube ich mein Favorit. Ich habe den in schwarz.
Auch nochmal genau den gleichen, ja. Richtig schön matt. Sind richtig feile Teile. Er hat sich, alle haben sich einen bekommen, alle haben sich gefreut. Sehr, sehr geile Sache. Hier ist nochmal ein schwarzer. Hier, die sind jetzt richtig beladen. Eigentlich klappt man das hier oben, die sind auch wasserfest, aber wir haben die richtig voll gemacht, alle, ja. Danke, sehr gut. Ich hab nochmal wen mitgebracht. Sebo, der hat mir die Bauchtasche. Sebo hat sogar noch die Bauchtasche auch noch. Die müssen wir auch ansprechen. Bauchtasche als Umhängetasche. Sehr, sehr geile Sachen. Ich bin Quizmaster, wir stellen Fragen. Der am beschissensten Antwort gefühlt von Ronny eine Backpfeife einfach. Oder muss rückwärts bis nach Kopenhagen. Ja. Und wenn Ronny verliert, kriegt er von Noah eine Backpfeife. Ja, finde ich gut. Wenn ihr ohne Schlafen mit 15 km/h durchfahren würdet, wie lange wärt ihr unterwegs von Hamburg nach Kopenhagen? Nochmal bitte? Nee, ja, ich hab's jetzt schon gesagt. Bitte. 24 Stunden. 24 Stunden. Zeig dein Handy. 180 Kilometer steht da. 18 Stunden. 14,2 Stunden. 24. Nee, steht da. 24 ist richtig. Also, wer hat verkackt? Nur einer hat falsch. Ich hatte 18. Ja. Ein Wangpunkt für Noah. Wonach sind die Backpacks von Captain Sun benannt? Also, Joho und Band, was ist das? Hä? Oh, der was? Ja, gibt's keine Kackantwort, sag dir einfach so. Haben die nicht einen Anker als Logo, ja, ne? Ein Anker als Logo, kommt da so, okay. Oh, ich wusste es mal, glaube ich. Ich denke mal so Schiffsnamen. Schiffsnamen? Cool, finde ich gut. Sumatra? Ich sage, es gibt irgendwelche Städte im Norden, die so heißen. Städte im Norden, auch gut, Noah? Ich sage, das ist irgendein Seemannsspruch. Das ist ein Spruch. Joho. Nee, warte mal. Joho. 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 Ja? Okay, Seemannsspruch, gut. Ich habe finnische Berge. Cool. Boah, der ist cool. Gerade auch, weil sie einen Anker als Logo haben, geil. Das stimmt, wollen wir das Mikro rumreichen? Ja? Banff ist eine kanadische Stadt tatsächlich und deshalb denke ich, dass Joho auch eine kanadische Stadt ist. Ich war bei nordischen Pflanzen. Pflanzen? Der eine Gründer von Captain & Sun hatte tatsächlich mal eine Freundin gehabt und die beiden Söhne aus erster Ehe, die hießen Joho und Ban. Falsch. Die Brasilianerin? Es gibt da auch noch ganz viele andere Namen. Dann müsste der 10. Ja, das ist meine Antwort. Ja, also, ist es die besser Antwort? Als ein Ho-Ho-Ho? Joho! So, also, weißt du, Dümmste kann der Chat abstimmen, was das Dümmste war. Es sind auf jeden Fall zwei Nationalparks in Kanada. Wow! Krank! Steve! So. Ey, pass auf, bitte, ne? Alles gut, alles das ist gut. Ein Stück zurück. Das geht klar. Ja, passt. Gut, passt. Okay. Okay. Cooles Quiz, komische Backpfeife. Vielen Dank an Captain Sun, die das Ganze mit unterstützen. Wir fahren weiter. Dann schaffen wir es. Schneller da vorne, schneller! Ey, das kann nicht sein, wenn es berg runter geht, dass ich immer bremsen muss. Oh, wir sind in Lübeck, ey. Wir sind in Lübeck. Digga, das ist ein kranker Tag. Ich hätte nie gedacht, dass das so viel, so viel anstrengender ist, ne? So ein Scheiß. Wann gibt's wieder Bild sofort? Wir essen die Pizza und dann hau ich ab. Gut siehst du aus. Warum? Wir sind alle komplett im Arsch durchgeschwitzt. Ich glaube, er zieht am längsten durch. Ja, er ist krank. Weil er hat das beste Körpergewicht. Ja, wirklich. Bitte sehr. Oh ja, die ist geil. Ich hoffe, zu ihrer Zufriedenheit. Natürlich. Stark. Danke, Breitenberg. Marc, zu wie viel Prozent bis zum Ende Kopenhagen? Also jetzt gerade, also wirklich so wie gerade mein Knie wehtut und dass ich nicht mehr sitzen kann, wie viel Prozent ich es schaffen würde, mit dem Hintergrund, dass ich beim Eli Cup fit sein muss, also ab Donnerstag da schon auf der Matte stehe. Ausreden, ich höre Ausreden. Das wäre geil, wenn das geht und nicht zu viel Stress ist, würde ich machen. Wie wär's, wenn du 35. Dich carryen wir. Dich kriegen wir. Du bist noch in diesem Zwischenraum, wo man dich noch, dich mal, kann man noch packen. Heute. Ich war übelst fit, so wirklich. Ich habe richtig Gas gegeben, aber ich habe gerade unfassbar Schmerzen überall, das ist das Problem. Ich schlafe mit Ronny in deinem Zimmer, wir teilen uns die Zimmer. Und Ronny schläft heute mit Helm. Für 15 Euro.